Eigentlich wollte ich in New York ganz viele geile Videos drehen, aber am Ende hat das dann doch nicht so hingehauen. Wo sind wir eigentlich? In Deutschland sind wir, ne? Ja, ja. Weiß schon gar nicht mehr, wo er ist. Österreich, Slowenien, Spanien, Schweden, New York und jetzt wieder in Deutschland. Aber das New York würde ich rauslassen, das kommt so abgehoben. Ja, ich war in New York, gestern noch gelandet. Du hast mich schon ein bisschen vermisst, oder? Eigentlich habe ich es eher genossen. Oh, ey, ich habe sie so vermisst. Das gibt's gar nicht. Und mir wurde in diesen 10 Tagen New York eins bewusst. Erstmal, dass ihr mir alle sehr am Herzen liegt und dass ich Motorradfahren so unfassbar liebe. Weil erst wenn etwas weg ist, merkt man, wie sehr man es eigentlich liebt. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, hier jetzt in diesen Sonnenuntergang zusammen mit Maurice auf dem Hinterrad zu fahren. Es wird einfach nur geil. Und morgen geht's einfach zum MotoGP nach Assen. Also was im Moment abgeht in meinem Leben, es ist einfach nicht mehr normal. Yo, Mann! Hey, yo, Mann, Alter, was geht, Mann? Wirklich, ich bin so hyped, dass ich schon wieder hyped bin und gehyped bin, weil ich so gehyped bin. Digga, seine Karre ist doch noch überhaupt nicht warm und er zieht hier schon die Wheelies. Das gibt's doch gar nicht. Bruder. Boah. Boah, Alter, was ist das denn für ein Brunnen hier? Guck mal hier. Meinst du, man kann hier durch den Brunnen fahren? Oh Gott, Digga, das geht doch so schief. Digga, das geht ja wirklich. Let's go. Los! Ja, komm, komm, komm! Ey, yo! Sollen wir mal Bikes tauschen? Ich würde gerne mal deine Kupplung testen. Ja? Ja? Also, ihr müsst überlegen, Maurice hat sich so eine easy, keine Ahnung was, Klatsch dran gebaut an seine EXC. Und er hat gesagt, dass das wirklich seitdem viel nicer ist. Also, viel einfacher, um Wheelies zu poppen. Und das würde ich ganz gerne jetzt mal austesten. Wie heißt das? Wie heißt das Ding nochmal? Easy Pull. Hä, was macht er denn jetzt? Das hier ist diese Easy Pull Clutch Dingsbums. Checken wir mal ab, wie geil das Ding hier performt. Alter, wo ist denn der Kupplungspunkt, Digga? Wo ist denn dein Kupplungspunkt? Der ist so weit weg. Doch geil, oder? Bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Also, ich mag das ja, wenn die ein bisschen früher trennt. Aber so an sich kann man den schon besser ziehen. Boah. Oh nein. Sind wir jetzt ausgesperrt? Nee. Hallo. Hallo. Oh, oh, oh. Schwierig. Wir versuchen jetzt mal auf das Parkhaus zu fahren, weil hier ist es noch zu rutschig. In der Hoffnung, dass wir euch ein bisschen Entertainment bieten können. Also Daumen drücken, dass wir darauf kommen. Gucken wir mal, ob wir irgendwie auf dieses Parkhaus kommen. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swipe you once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On the big stage, couple thousand people. They do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla jumps for the bank. Da kommt unser Taxi. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sind mitten auf der Rennstrecke, um genau zu sein. MotoGP Assen zusammen mit Motul. Das hier ist ein BMW M5 CS. Und mit dem werden wir über den Track hier ballern. Und zwar nicht gemütlich, sondern mit Vollgas. Hello. Hello. My name is David. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Can you go like real fast? Okay. Let's try. Wow. Belt. Do we need a belt? Yeah. In Germany we call it Anschnallgurt. Okay. You're the best passenger. Yeah. Hello. Also er hat gerade fast eine Möwe gekillt. Grande, gracias, señor. Gracias. Thank you so much. What you enjoyed more, the sound of the car or the sound of her? The sound of the car. So, Freunde, MotoGP war geil, aber ich muss natürlich auch selber Motorrad fahren. Deswegen sind wir jetzt hier am Stuntspot, noch am selben Tag, wie bescheuert muss man sein. Marc ist da. Hallo, hallo. Marc. Hallo David. Schönen guten Tag. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Du bist wieder auf Supermoto unterwegs. Mhm. Ho, 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 ho. Alter, ich muss schon sagen, da hat sich das Warten glatt gelohnt, gell? Auf jeden Fall, ey. Dekor ist komplett neu, ne? Und die Felgen, da waren ja die Radnarben am Arsch, die waren ja vorne so pink.
habe ich jetzt hier schwarz von EGR drauf. Das fehlt halt noch. Unfassbar, ne? Ich habe ihm gerade gesagt, wenn er fährt, dann hört man nichts. Ja. Scheißegal, ne? Hör mal, du Rabauke. Ich habe doch gesagt, hier mach leise, Mann. So, Freunde, es geht los. Wir sind warm gefahren. SWM Live ist am Start. Der Stuntmark ist am Start. Und wir sind jetzt gerade sogar über Sena verbunden. Kann man mich jetzt hier auch hören mit der Technik? Ja, man kann dich jetzt auch hören. Du bist jetzt live in the Block. Alter, die Karre ist ja ultra angefallen. Digga. I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, she don't need to know it's my real name. Just try to get what she Digga, die Unterhose von Marc, Alter, wie weit hält die raus? So ein Stück hier oben, Junge. Like I ain't on payroll, got a big house made out of Play-Doh. Plastic crown for my halo, but still a long way from my tank low. Cause my Tesla charged for the bank rolls and I'm grinding. Money on my mind and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Genau so muss das aussehen, Freunde. Schönen guten Tag, bin der David. Ich habe leider gar kein Wort verstanden. Wie findest du das hier, diese Action auf dem Hinterrad? Das ist mega geil. Schon attraktiv, oder? So hast du wahrscheinlich auch Olli kennengelernt, oder? Der fuhr auf dem Hinterrad an dir vorbei und du dachtest dir so, Digga, das ist der Mann meiner Träume. Das war die Lost. Ich wusste es. Ja, komm, zieh durch, Digga. Geiler Scheiß. Ja, weiter. Ja. Digga, Marc, du hast einfach einen Knall. Der Hebel ist nicht dabei kaputt gegangen. Wir blenden das hier nochmal kurz ein, wie es richtig geht. Oh, perfekt. Danke, Jendrik. Danke, wirklich. Bist ein geiler Typ. Also ohne Scheiß, lässt sich so schön wheelen. Hast ein tolles Gefährt, mein Lieber. Sheesh, Alter, jetzt geht's richtig ab. Servus, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ist das Tuning oder was? 2 PS. Ja, dann machen wir wieder rein, ja. Was ist das denn für ein Moped hier? Was ist das denn? Junge, der hat das Gas am Anschlag. Sollen wir den mal anschieben?